Na, ist das nicht super, meine Freunde? 30-0, 30-0, 30-0. Überall sieht man nur 30-0 bis Platz 82. Alles ganz ehrlich erspielt. Es gibt keinen Glitch. Wir sind alle gut geworden. Plötzlich. Warte mal. Warte. Den gibt's nicht? FIFA 20 No Lose Glitch WL und DIV No Coins 50 Euro. Super. Nein, Leute, ich grüße euch. Also wir sollten echt mal miteinander sprechen. Bin zwar kein Creator mit einer kranken Reichweite, aber ich bin echt schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, richtig, richtig abgefuckt. Nicht nur seitens EA Sports, EA Community Manager, sondern auch die FIFA Community. Das ist einfach momentan toxisch. Das passt ja halt nicht zusammen. Bevor wir aber zu dem Punkt kommen, kommen wir gleich mal zum No-Lose-Glitch oder No-Loss-Glitch. Ist mir gerade egal. Erstens, wer den kennt, ist das eine. Ich kenne ihn auch, aber Real Talk. Bevor ich das einmal verwende, lasse ich mir beide Eier abschneiden, ne? Krass, Alter, was habe ich für einen Finger? Was habe ich für Finger? Aber okay, erstens. Zweitens, wer den kennt und dann noch anwendet, der belügt sich sowieso nur selbst. Denn ich persönlich spiele Weekend League, um besser zu werden, um gegen die Besten zu spielen. Gute Packs sind auch cool. Aber wer diesen Glitch verwendet, um sich zu verifizieren oder gar für ein 30-0 nur für einen Twitter- oder Instagram-Post. Also Real Talk, es ist schon peinlich. Es ist echt. Mir fehlen ja echt die Worte. Aber drittens, wer einen No-Lose-Glitch kaufen möchte, ist sowieso der allergrößte Vollpfosten, keine Intelligenz, keine Ahnung. Also da muss ich ja für euch hoffen, dass euch derjenige sogar abzieht, ja? Also dass ihr komplett abgezogen werdet. Und ich würde euch echt raten, wer jetzt so in Versuchung kommt, den jetzt wieder anzuwenden, weil wie gesagt, es sind 80 Leute, 82 Leute, 30-0, das gab es noch nie. Dann keine Ahnung, wie viele, 29. Man merkt das ja auch beim Qualifier, über 800 Leute waren auf der PS4 beim Qualifier. Das ist unrealistisch. Das ist einfach unrealistisch. Aber zum Qualifier kommen wir auch noch. Aber ich würde euch echt abraten, solltet ihr vorhaben, jetzt dieses Wochenende das erste Mal den Glitch zu verwenden. Macht es nicht, weil ich bilde mir ein, vor 2 Jahren wurde einmal die Weekend League gecancelt, um solche Glitcher ausfindig zu machen, sie zu finden und sie zu bannen. Sobald ihr gebannt werdet, mit dem Account könnt ihr nichts mehr anfangen. Ihr könnt euch eine neue Konsole kaufen, weil die Konsole ist dann für EA Games gesperrt oder so in der Art. Und dann die ganzen Verifizierten. Ich hoffe echt, dass EA eine ganze Liste veröffentlicht und ja, das wird dann kritisch. Das wird echt peinlich, wenn da auch E-Sportler dabei sind, aber professionelle E-Sportler, ich denke nicht, dass sie das nötig haben. Es ist krass so, wenn man im Hintergrund einfach ein paar Sachen mitbekommt. Einige Spieler stehen bei deren Vereinen oder Organisationen unter Druck. Gibt viele, die noch nicht verifiziert sind. Zum Beispiel Sercan hier beim FC Red Bull Salzburg E-Sports. 2 Wochenenden war er Opfer von Glitches, ist unglaublich. Und Sercan ist nicht der Einzige, es geht einige so, da trainierst du hart Tag und Nacht und dann kommt da so einer um die Ecke und wenn nicht sogar 2, 3 an einem Wochenende und fisst halt einer so quasi von hinten. Was ich so mitbekommen habe, Bibu FIFA 30-0 hätte er erspielen können, 29-1 erreicht. Ich habe nur den Videotitel gelesen, ich glaube aber, dass er geglitcht wurde. Und wegen solchen Pissern sind eben ehrliche Leute dann nicht verifiziert. Und diese Leute spielen tatsächlich auch beim Qualifier mit. Und 800 Leute beim Qualifier. Leute, das ist eine Zumutung. Also die Admins, habe ich mitbekommen, sind sehr, sehr inkompetent. Ich sage euch mal ein Beispiel. Spieler A ist gegen Spieler B aufeinander getroffen. Spieler A hatte Gareth Bale auf der Ersatzbank. Beim Qualifier darf man Ersatzbank 84 bis 75. Gareth Bale hat 85 Rating. Das heißt eigentlich, dass Spieler A müsste nach der Regel disqualifiziert werden. Der Admin hat, glaube ich, auf ein Wiederholungsspiel entschieden, weil nämlich G.Bale steht und nicht Gareth Bale. Und deswegen kann man nicht nachweisen, dass es Gareth Bale war mit einer 85 Rating. Ja, also mal so ein kleines, ein Beispiel von vielen. Ich könnte euch so viel erzählen, aber legt euch einfach Twitter zu und ihr seht alles, Leute. Die Qualifier sind echt eine Zumutung. Also wäre ich als E-Sportler, meine Ex-Freundin hätte mich nach 4 Stunden, die hätte mich, glaube ich, schon geschlagen. So, was machst du? Du kannst nicht das ganze Wochenende vor der Konsole sitzen und so weiter. Aber ja, wenn sich da gefühlt mehr als die Hälfte geschummelt verifiziert, so ja, was willst du machen? Und da ist EA Sports einfach ganz klar an den Pranger zu stellen. Das muss doch bekannt sein. Ich glaube eben
Vor 2 Jahren wurde die Weekend League gecancelt und das wurde rausgepatcht. Jetzt ist es seit über 2 Wochen in aller Munde. Es haben sich einige große Creator schon dazu geäußert, aber EA ist einfach still. Kein öffentliches Statement bezüglich dieses Glitches. Sie können auch ruhig zugeben, dass sie momentan daran arbeiten, dass sie keine Lösung finden und so weiter. Aber dann kommunizieren sie endlich mal nach außen, dass sie an der Sache dran sind. Aber hey, sie suggerieren gar nichts. Ignorieren das förmlich. Aber Hauptsache irgendwelche Scream-Karten wie Chovinkus rausballern und hin und her. Das können sie. Promo machen, Promo-Packs hin und her. Das können sie. Aber die wirklichen Probleme öffentlich ansprechen? No. Wo führt das hin? Hat nicht im Sommer irgendwie geheißen, eben die Kommunikation wird besser werden und so weiter. Das wird jedes Jahr neu versprochen. Guckt euch das Video von Ernie an. E-Sportler, Content-Creator wurden eingeladen. Diese komischen Umfragen ständig nach den Spielen, wegen den Servern. Aber das... Wirklich, die Server sind Katastrophe, aber jetzt patchen sie irgendwie das zurückfallen lassen, dass das nicht mehr so extrem wird, aber gleichzeitig werden die Longshots abgeschwächt. Das größte Problem sind die Server. Verbessert die Server und alles ist gut. Dann funktionieren auch die Spielerwechsel, die Eingabe sollte dann besser sein und ich denke, alle sind glücklicher, wenn das Spiel auch schneller läuft. By the way, der Controller-Bug wird rausgepatcht. Also wer mein Video wegen dem Controller-Bug gesehen hat, das wird rausgepatcht mit dem nächsten Patch. Aber nochmal, diese Kommunikation, die sorgt extrem für Zündstoff, also die Community-Manager beschweren sich, dass sie beschimpft werden und so weiter, aber hey, ich zum Beispiel, mein allererstes FIFA war FIFA 95, ich weiß zwar nicht, wie alt ich war, aber FIFA 95, da hat es noch Hallenmodus, Hallencup und bliblablub, bin ein eingefleischter FIFA-Fan und deswegen bin ich auch momentan so unzufrieden. Keiner hat gedacht, dass FIFA 19 getoppt werden kann von schlecht, ne? FIFA 20 wurde sowas von gehypt, ich auch, wenn ich mein Twitter lese, ich war so gehypt, aber ja, ein Glitch hier, der Controller-Bug da, ehrliche Spieler werden quasi betrogen. So ein krasses, offensichtliches Problem muss sofort gelöst werden. EA ist ein Milliarden-Imperium. Wir müssen mit den besten Entwickler der Welt unter Vertrag haben. Mit den E-Sportlern haben sie krasse Expertise. Aber die schweigen diese Probleme einfach tot. Das Grundproblem ist nicht Dropback und die Longshots. Das Grundproblem ist einfach die Server. Ohne stabile Server funktioniert gar nichts. Also da darf man sich echt nicht wundern, dass da plötzlich sich abseits war, obwohl es kein Abseits ist, dass ihr Probleme habt mit der Defensive, weil er einfach den Sidestep nicht macht, Probleme mit dem Abschluss, ihr drückt gefühlt schon 300 Jahre vorher auf Kreis wegen Schießen, er reagiert nicht, Torwart kommt schon raus, boom, Torwart hat den Ball, Ende. Wenn die Eingaben nicht zum Funktionieren wie gewünscht, das liegt an den Servern, Freunde. Und das sind die 2 Probleme. Dass die offensichtlichen Bugs und Glitches nicht behoben werden. Hauptsache der Fitnessglitch. Hauptsache der Fitnessglitch, der wird sofort mit dem nächsten Patch behoben. Das kommt der Community zugute. Und genau das wird sofort rausgepatcht. Aber ein No-Loss-Glitch, wem kommt das zugute? Den Betrügern. Wer wird geschädigt? Die ehrlichen Spieler. Die ehrlichen Kämpfer quasi, diese E-Sportler oder die richtig krassen Talente. Die werden quasi um den Lohn betrogen. Das ist keine Unterstellung, aber gleichzeitig unterstützt man quasi die Kriminellen, ne? Also die denken sich, yo, kann ich hier weitermachen? Und plötzlich, boom, 82-30-0. Das ist Katastrophe, Leute. Und wie gesagt, es gibt einige, die spielen nur bis 27 oder glitchen nur bis 27, dass man dann nicht auf dem Radar steht oder aber krasse Packs hat, verifiziert ist. Das ist einfach ein Skandal, Leute. Das ist einfach ein Skandal. Es wird jedes Jahr versprochen, die Server werden besser. Es wird auch jedes Jahr versprochen, die Kommunikation wird besser. Qualifier, wie gesagt, ist eine Zumutung. Ich als so ein krasses Unternehmen, ich würde irgendwie ehemalige oder nicht mehr aktive E-Sportler bezahlen, eben für das Turnier oder für solche Turniere. Die haben Ahnung, die das Know-how besitzen. Das Qualifier-System sollte sowieso von Grund auf erneuert werden. Es kann nicht sein, 800 Leute für 16 Plätze. Dann spielt der Bulgare plötzlich gegen einen, was weiß ich was, Spanier. Der Server ist irgendwo in Deutschland. Also, wie soll das funktionieren? Wie soll diese Kacke funktionieren? Was hat das eigentlich mit E-Sports zu tun, Leute? E-Sports, steht das nicht irgendwie so mit gleichen Möglichkeiten und was weiß der Teufel was, aber jeder E-Sportler muss tausende Euro schon mal reinballern, dass er ein konkurrenzfähiges Team hat für die Qualifier, für die Weekend League. Das ist einfach zu krass, also ich weiß nicht, in welche Richtung sich das bewegt, so, ich weiß nicht. Dann auch der Markt, der ist ja richtig krass. Da gibt es 84er, 85er Spiele für gefühlt 3000 Coins. Gut, das Spiel ist erst 4 Wochen raus, SBC Content
Content wird sowieso jetzt wahrscheinlich richtig ballern. Ich denke so ab Black Friday. Scream Event finde ich auch cool. Aber ich fasse nochmal zusammen jetzt. Die grundlegenden Probleme von FIFA 20. EA Sports geht immer noch nicht auf die Community ein. Und das größte Problem der Community sind die Server. Investiert einfach mal ein paar Millionen an eine Lightning Round und ihr habt schon wieder ein paar Server drinnen, die ihr ausgegeben habt. Qualifier sollte komplett überdacht werden. Glitcher sofort bannen, sofort etwas unternehmen und nicht 2 bis 3 Wochen warten. Wer weiß, wie lange das jetzt bleibt. Ich hoffe echt, dass das schleunigst etwas unternommen wird. Und Leute, die Flossen im Kopf haben, versucht das nicht. Scheiß auf den No-Loss-Glitch. Schaut, dass ihr so besser werdet. Ihr betrügt euch damit selbst, ihr betrügt andere. Wenn ihr das tun wollt, wirklich, ich gönne euch einfach so krass den Bann, dass ihr euch auch um 300 Euro eine neue Konsole kaufen könnt. Ich gönne euch das wirklich von ganzem Herzen. Solche Leute haben in der FIFA-Community nichts zu suchen oder generell, die haben hier gar nichts zu suchen. Ich musste den Ärger einfach mal loswerden. Ich musste da einfach mal mit euch sprechen. Ich will nicht die ganze Zeit auf Twitter rumheulen. Ich will das einfach mit einem Video machen. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne reinschreiben, was stört euch momentan extrem. An FIFA 20, an der Community, seitens im Spiel, seitens der Community, seitens EA Sports. Wenn ihr mir da irgendwie recht gebt, gebt gerne ein Däumchen nach oben. Hinterlässt mir Feedback. Vielleicht spreche ich euch aus der Seele. Oder ja, irgendwie so. Spricht man das so aus? So, keine Ahnung, Freunde. Gebt das auch gerne in euren Instagram-Stories. Ich reposte das Ganze. Aber so, ja, ein bisschen mal Real Talks. Ich bin echt ein bisschen abgefuckt, so. Weil ich hatte so krasse Erwartungen und ich denke auch ihr. Wir hatten so krasse Erwartungen und dann wird man einfach so, ja, ich weiß nicht, ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, das Spiel hat so krasses Potenzial. Wir sollten einfach mal ein bisschen wieder mehr miteinander sein. Aber wie gesagt, mein erstes Spiel war FIFA 95, also als eingefleischter FIFA-Fan, auch als Content-Creator. Da muss der Ärger einfach mal raus, so, keine Ahnung. Das Thema soll nicht totgeschwiegen werden mit den Servern, mit der Kommunikation, mit diesen Glitches. Und nochmal, also wirklich das beste Beispiel, wenn ich da den No-Loss-Glitch mit dem Fitness-Glitch oder Bug so auf 2 Seiten habe, das harmlose Serviert wird weggemacht, das ist so krass. Also No-Loss-Glitch sollte eigentlich keinen Tag länger gewartet werden. Er sollte sofort rausgemacht werden, ne? Aber wie gesagt, Freunde, Daumen nach oben, wenn ihr meiner Meinung seid. Schreibt gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Schönen Tag noch. Ciao!